no, wir sind sehr tot. Nicht. Oh nein. Oh, die Drake! Knall ihn einfach weg, Junge! Dass es rotiert hat immer, wer vorne ist. Ich habe gedacht, die anderen werden immer 3 Punkte vorne, dann kommt 2 dazu, dann sind wir 1 Punkt hinten, dann sind die wieder 3 Punkte vorne, wir 1 Punkt hinten. Aber dass das so tickt, total merkwürdig. Du hast eine Sims aus dem Container bekommen, so schlecht kann der Freitag der 13. nicht sein. Nö, bis jetzt läuft er ja ganz gut eigentlich. Ein paar Siege brauchen wir jetzt aber noch. Also, Benham, kein einziger CV. Wir haben ein paar Kreuzer, schön. Einmal Radar, zweimal Radar, möglicherweise viermal Radar. Peter, Fletcher, aber viele Battleships und das ist das, was wir wollen. Oh, verdammt. Da ist die Alaska schon ziemlich nah dran. Und vor mir möglicherweise ein DD. Liegt hinter der Insel. Ich glaube kaum, dass die so schnell da drüber fahren wird. Auch hinter der Insel lang. Jetzt ist das Radar an, ist ja ekelhaft. Sitzt da in dem Nebel drin. Vielleicht ist aber auch eine Neptune mit reingefahren, wir müssen echt vorsichtig sein. Buffalo auf 11 Kilometer. Dann wieder das Radar an. Oh, die Georgia kommt hier rein. Interessant. Wie lange hält denn das Radar eigentlich von denen? Also, mir gefällt das gerade nicht, Leute. Verpiesel mich mal. Bisschen ungünstig, dass die Torpedos so laufen gerade. Ja, aber jetzt guck mal, da kommen noch mehr. Das Flooding hat er repariert. Oh yes, er nimmt noch welche. Bitte nochmal ein Flooding. Kein Flooding, jetzt aber nochmal ein Flooding. Was? Was? Der hat gerade von irgendeinem BB richtig viel kassiert. Leute. Aber hey, cool. Machen wir weiter. Genau so kann das weitergehen. Neptunes sind beide drüben, by the way. Okay. Er sitzt halt noch hier dahinter. Oh. Schau mal, Tops in die Richtung. Vielleicht haben wir Glück. Alaska. Ich weiß nicht, was sie vorhat. Abhauen. Oh, APF zeigt in die Richtung. Der ist ziemlich... Ah, der ist rausgefahren. Ah, I see. Dann gehört uns der Cap. Da ist er doch. Buffalo, hörst du bitte auf, in Reichweite für das Radar zu sein? Das Buffalo-Radar dürfte aber auch demnächst durch sein. Schau mal kurz in die Richtung, Torps. Für die Kidakase. Buffalo würde ich halt... Die ist halt immer noch dort hinter der Insel. Nicht, dass sie jetzt hier gleich voll rein vorstellen. Okay, ich hab gehört uns. Oh, Neptune dort vorne. Meint ihr, die nimmt dann Torp? Mm-mm. Die Neptune könnte aber Torps nehmen von uns. Wenn ihr so weitermacht. Ne, sie nimmt gar keinen Torp. Ich würde sagen, wir spotten einfach weiter, ne? Er dreht aber ziemlich doll weg. Er trägt komplett wieder rein in den Cap. Da vorne könnte aber ein DD reinfahren. Nee. Leute, also, ja, die Neptune war jetzt die ganze Zeit offen hier in der Mitte. Ununterbrochen, konnte mehrere Turns machen. Mir fehlte da so ein bisschen die Unterstützung von den BBs, die da reinäumeln. Jetzt kommt auch noch der Cyclone. Boah, das ist voll riskant, was wir hier machen, ne? Wir haben 5,9 Spotting Range.
Okay, Mogador hilft mir. Bien sûr! Oh, Kitakaze! Ich hab ein Mogador in meinen Rücken. Mogador, wo ist dein Reload Booster? Mogador? Why you torp? Why you don't shoot? Gut gemacht, ist immerhin raus. So, das heißt, wir können jetzt wieder rüber Richtung B fahren. Oh, wir könnten die Izumo halt aber auch nochmal torpen, ne? Wir müssen aber den Cap holen. Hallöchen nochmal. Oh, an alle anderen Zuschauer, by the way, die mittlerweile mit dabei sind. Sehr schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallöchen. Alright. Ach, ist zugegangen, da ist er wieder. Okay, unsere Leute pushen jetzt oben mit der Georgia in den Cap. In der Mitte pushen sie mit den anderen rein. Ich glaube, wir bleiben einfach hier. So viele Torps noch anbringen, wie geht. Die Neptune ist näher dran an uns, wie es aussieht. Heißt, was macht sie denn dort? Ich glaube, die geht raus. Wir müssen die gar nicht mehr torpen. Mir gefällt nicht so ganz, dass die Brindisi hier möglicherweise irgendwann noch rum... Oh, fuck my life. Oh no, wir sind sehr tot. Nicht. Peter Mafia, Hallöchen. Oh nein. Oh, die Drake! Die knallt ihn einfach weg, Junge! Alter, hat er Glück gehabt mit seiner Mogador. Krass. Jetzt haben wir hier halt noch was voraus. Also eine Izumo könnte hier drin stehen tatsächlich. Oder eine Altart. Altart steht drin. Okay, nice. Oh, und Izumo. Ich glaube auch, ja, er dreht ein, ne? Ich glaube nicht, dass er breit weiterfahren wird hier vorne. Izumo. I don't think so. Buffalo kommt auch noch hier rum. Oh Leute, das könnte richtig gut werden. Oh nein! Abgebremst! Abgebremst! Was seid ihr für Spielverderber? Was seid ihr bloß für Spielverderber? Oh, guckt euch das an! Alles daneben! Ich war voll davon überzeugt, dass Izumo weiterfährt. Egal, wir haben noch mehr Tops. Hallo! Das war's für dich. Auf Wiedersehen, Loco 249. Es war so schön. Zordor! Okay, also doch der. Er geht auf was anderes. Das ist ja voll nett von ihm, ey. Viel Spaß mit den Torps. Die nächsten Torps behalte ich nämlich drin. Oh nein. Wow. I'm still alive. I'm still alive. Ich habe keine Ahnung wie, aber wir sind am Leben, Leute. Noch immer. Wir haben noch immer Torps hier ready. So, 14 Sekunden für den nächsten. Das war der 6. Kill. Der 7. folgt sogleich, wenn er nicht rausgehen sollte. Vorher. Ja, jetzt wird aber aufgeräumt hier. Boah. Boy. I like a lot. Macht er das jetzt gerade extra für uns? Das wäre ja genial, wenn er da noch steht. Ah, er steht da aber nicht mehr. Ist weitergefahren. Schade. Hätten uns ja mal den 8. Kill gönnen können, oder?
Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, aber mir gefällt's. Ja, Leute, 153.000 Schaden nochmal kurz gemacht. 14 Treffer, 7 Kills, ein Kraken. Vernichtenden Schlag. Ey, so kann das doch immer weitergehen. So macht das voll Spaß, vor allem wenn die Gegner dich einfach ignorieren. Kommt der um die Ecke gefahren, ist auf jemand anderen drauf. Und ich kann ihm schön in die Seite toppen. Oh, schön.